Ups. Level 27. Bisschen viel AFK gefarmt, würde ich mal sagen. Ich habe irgendwann einfach mir den Gegner gesucht, wo ich nichts machen musste. Und mittlerweile kann ich tatsächlich auch den da killen. Ohne ohne was machen zu müssen. Wir sind Level 27. Wir haben unendlich viele Punkte. Wir haben 16 Punkte hier und 18 Druiden-Master-Punkte. Ich würde sagen, die packe ich erstmal hier hin. 3, 4, 5. Ah, guck mal, ich muss sogar noch das hier erstmal verbessern. Verstehe. Plus 5% Heal-Power. Ach, das ist hier aufgerechnet von. Verstehe, verstehe, verstehe. Was denn, wenn ich hier einen Upgrade-Point reinmache? Dann muss ich den auch noch verbessern, oder wie? Ne, Maximum 3 wird alles gut. Bleibt dort. So, wir haben noch 14 Punkte übrig und wir haben neue Skills. Blessing of the Forest increase. 75. Alle 6 Sekunden, alle Partymember sind für 2% ihres fehlenden Lebens geheilt. Oh, das ist natürlich heftig. Richtig heftig. Plus 5%. Muss ich erstmal 18 weitere Punkte in Mastery investieren. Oh, das wird noch ein bisschen dauern. Ne, glaube ich nicht. 16 Punkte haben wir schon investiert. Eine Aura, die alle Partymember. Die Frage ist das ein Skill oder nicht? Ich glaube, das hatte ich auch nicht geskillt bei der Aura, ne? Reduziert das Maximum Mana um 9%. Das ist aber auch weniger geil. Increase Spirit Ritual Effect by 6%. Reduce the Kuno. A Storm will occasionally spawn, slowing all enemies' attack speed. Increasing. Hält 5 Sekunden, ist also wirklich ein aktiver Spell, den wir nutzen müssen. Ich glaube, dafür habe ich tatsächlich gar keine Zeit während des Games. Ich würde das hier weiter investieren. 140, Alter. Holy shit. 210. Das ist ja krank, ey. Ich muss noch einen Punkt investieren. Das sollte nicht das Problem sein. Ja, das finde ich gut. So, Shade, increase your power by 20% if a party member has not taken damage. Also wenn ein Partymitglied für 5 Sekunden keinen Schaden bekommen hat, bekommt sie einen Shade-Effekt. Also Shade ist sowas wie Verschwinden. Regeneriert 35 Leben pro Sekunde. Okay. Rapid Shot, increase range as physical. 6 arrow, ne? Each arrow will deal 40%. Oh, das gefällt mir. Increased Mana Regen, also schießt also ab und zu einen Rapid Shot, schießt 6 Pfeile mit einer 80%igen Crit-Chance. Und jeder Pfeil verursacht 40% des Ranger Total Damage, das heißt 240% sowieso schon. Und dann halt nochmal 80% Crit-Chance. Increased Mana Generation, reduce. Den Cooldown reduzieren, das ist natürlich sehr nice, das ist gut, das ist wichtig. Cooldown reduzieren ist immer gut. Increase Rejuvenates Mana Gain. Rejuvenate war irgendwie gewesen. Das war doch der Skill gewesen, ne? Nee. Was ist Reju-Dingens gewesen? Ah, hier. Das da. Ist ja witzig. Okay, das Mana wiederbekommen. Um 2 pro Tick. Oh, das ist aber auch wichtig, dass das mich heilt. Healers, Critical Strikes, Reduce. Ja, wichtig, finde ich gut. Gefällt mir. Jetzt brauchen wir erstmal 20 Punkte, die wir investieren müssen. Okay. Ich finde, das ist ganz gut. Da haben wir die nächste Reihe fertig. Poison Making, die wir machen können. Erhöht Party Members Nemesis Damage um 5%, Poison Damage um 10%, Rangers Critical Strike Chance um 1%. Ein Giftschaden kann jetzt kritisch treffen mit 50% der Ranger Critical Strike Chance. Okay. Restorations Effekt um 10% erhöhen. Restoration war was gewesen? Ach, die englischen Begriffe sind merkwürdig. Oder da hier ist Restoration. Das sind übrigens neue Skills hier. Buff up the target und increase his her elemental. Okay, gefällt mir nicht so. Starcall ist auch ein offensiver Skill diesmal, den wir nehmen können oder nutzen könnten. Aber ich glaube, um wirklich noch aktiv anzugreifen, ich glaube, da habe ich ehrlich gesagt aktuell echt keine Zeit für. Na, Okkultisten hat schon alle Skills ready. Der Priester hat 4 ready.
Und bei ihm fehlt noch Level 29. Das heißt, also ist das Skill nicht so praktisch. Tanks helfen um 30%. Alle Partymitglieder kriegen 40% mehr Leben. Erhöhte Heilung aller Partymitglieder um 3%. Alle Partymitglieder kriegen 6. Oh, das ist aber wirklich gut. Das ist ein guter Skill. Jedes Mal, wenn ein Partymitglied einem Angriff ausweicht, bekommen alle Partymitglieder für 60 Sekunden einen Stack. Jeder Stack garantiert oder gibt 3 Heilpower und 3 Ice Damage für 60 Sekunden. Stack bis zu 100 Mal. Okay, das ist geil. Einfach so passive Dinge, die nebenbei laufen, ist super, super wichtig. Ice Party, Damage and Resistance. Frostbiss erhöhen. Was brauchen wir hier? Wie viele Punkte? 24, okay. Erhöht alle Party-Member Ice Damage. Rejuvenate also at 60 Ice Damage to all Party-Member during the duration. Also Rejuvenate ist ja das Mana-Heilen gewesen. Oh, warum nicht? Jetzt brauche ich noch einen Punkt, den ich investieren muss. Doppelt so viel, ist auch geil. Okay, was haben wir hier? Increase Star Calls. Okay, Star Call haben wir aktuell noch nicht. Increase Heal Power bei 50%. Oh, auch mega gut. Also wirklich, die Heal Power ist mittlerweile so heftig hoch. Auf Level 1, mein Renew kann kritisch heilen. Das ist mega gut. Auf Level 2 kann Spirit Ritual kritisch heilen. Auf 3 kann Nature's Gift kritisch heilen. Das ist also wichtig. Increase All Party Members Maximum Health. Und alle Partymember gegen 5% Dodge-Chance in Kombination mit dem hier. Holy, ist das übel. Wir kriegen jedes Mal, wenn ein Gegner einen Spell castet, eine Dodge-Chance von 5% für 3 Sekunden. Und hier kriegen wir jedes Mal, wenn wir dodgen, 6 Heal-Power und 6 Ice Damage für 60 Sekunden. Bis zu 106, also 600 Heal-Power, 600. Holy, ist das böse, ey. Und wir haben noch 5 Punkte übrig. Die Frage ist, wo investieren wir diese Punkte? Die Frage ist, wo können wir diese Punkte investieren? Bis hierhin können wir die Punkte investieren. Holy, ist das übel. Party Maximum Health dazu, Poison Damage dazu. Ich finde... Ah, investieren wir hier mal, wa? Haben wir 21 Punkte investiert. Können wir also hier demnächst die Punkte investieren. Na hier. Ja, noch nicht ganz. Alter, das ist bitter, ey. Zack. Ja, ich glaube, wir werden hier auch nicht mehr verlieren können. Aktuell zumindest. Wir werden da so ein bisschen durchrushen können. Wir haben auch viele, viele neue Items. Ne? Ich habe immer noch keine Ahnung, was diese Shiny-Items machen. Oder was sie sein könnten, dass es die perfekten Stats sind. Weißt du, dass wenn ich hier rauf gucke, dass es hier von diesen Stats die besten sind, weißt du? Könnte sein. Das ist nur eine Vermutung von mir. Aber leider weiß ich es nicht genau. So, was haben wir denn aktuell für Items, die wir theoretisch austauschen können? Was ist das hier? Wo müsste ich das hinpacken? Für einen Ring? Ja. Frage ist, wo ist mein Ring jetzt, den ich ausgetauscht habe? Das war so ein glänzender Ring, ja. Rarity. Machen wir eine Rarity, ist okay. Die Frage ist, 30 Power, 26 Power? Das ist ja... Party Maximum Health. Maximales Mana, dazu finde ich nicht verkehrt. Dieses Cape. Es hat 40 Heal Power, hat mein anderes. Das ist das höchste, mit dem könnte es konkurrieren. Entweder Feuer oder Dings Lichtresistenz. Mir glaube ich ziemlich schnuppe. Riddle. 22 Heal Power, 24 Heal Power. Wir würden Feuer und Eis kriegen, aber ich glaube, das ist besser. Was haben wir da? Ist Sword of the Sun and Moon. Ah, jetzt kommen wir mal weg. Kommen wir eben auch weg. Was haben wir da? Epic Body Armor. Na, ist nicht so geil. Und der Rest ist eh grün, das macht nichts. Sell all non-perfect. Also alle nicht perfekten. Ah, siehst du. Ja, perfekt, ne? Dachte ich mir schon. Das sind perfekte Items. Das heißt, die haben die besten Stats auf sich drauf. Wenn ich das einfach mal so übersetzen darf. So, wir haben 20.000 Gold. Können damit entsprechend meine Items verbessern.
die eh schon perfekt sind. Heal Power. Add Augmented. Was ist das nochmal? Uff. Uff. Okay. Plus 64 Maximum Mana, plus 3,8% Healer Maximum. Oh, heftig. Okay. Ich hab mieses Zeug dazu. Wir haben ja auch schon Growth Level 2. Wir kriegen jetzt mittlerweile 1% mehr Erfahrung. 1% mehr Gold. Nochmal ein halbes Prozent mehr Erfahrung. Das ist schon mega cool. Das gefällt mir. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Soul Quarter. Und werden dieses Drecksvieh auseinandernehmen, was mich besiegt hat. Let's go. Na, wir müssen zuerst einmal den Gegner killen, um diese Loot-Chests oder diese Chests zu kriegen. Da steht nämlich drin, welche Gegner welche Items droppen, ne? Und teilweise wird gar nichts gedroppt. Ach, der hat gar kein Loot. Und da steht hier Lion's Heart und The Growing Thorns könnte man theoretisch bekommen. Ne? Dropchance 20,4%, Dropchance 34% und auch die maximalen Stats, die man ja haben kann. Ne? Das ist schon ganz praktisch. Chaos Pillar. Brauchen wir noch einen Chaos Kristall. Ja, muss ich sagen. Let's go. Ich glaube, da brauche ich nicht viel gucken. Ich habe es jetzt auch so eingestellt, dass wir instant immer Go machen. Dass wir nicht auf Dings klicken müssen. Oh, der Gegner heilt sich? Nee. Er hört so aus. Sehe ich die Stats hier irgendwo? Nee, wa? Also leider sieht man die Stats, die Dings nicht. Das ist schade. Wie viel er... Hier, die Anzahl von dem Heightened Sense Effekt. Das wäre natürlich echt witzig, wenn man das sehen würde. Aber wenn wir das mal ein bisschen spielen, bis wir wieder keine Chance mehr haben. Und dann werde ich wieder ein bisschen weiter abfarmen. Ist ja kein Problem. Aber erstmal haben wir, glaube ich, wieder eine Menge zum Weiterspielen. Ja, hier gibt es 1800 Erfahrungen. Mega gut. Und da haben wir ein schönes Büchlein bekommen. Ein paar Orbs, paar Ohrs. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Schauen wir uns den nächsten Gegner an. Cassandra. Wie ist der Typ gerade? Despair. Cassandra. Hm? 42.000, der hat ein paar Resistenz, aber minus 10%, das heißt, der ist anfällig gegen Feuer, Dunkelheit, das alles halt. Armor up, Multi-Slash und Heavy Strike. Let's go. Killen wir dich mal ganz kurz. Ja, es wäre halt ganz praktisch, wenn ich irgendwie boostende Stats hätte. Hm? Machen wir mal dein Ding da weg. Das, was halt der Okkultist hat. Das finde ich ganz cool. Aber ich habe mich halt für Heilung entschieden. Darum geht es ja im Endeffekt in dem Spiel ja auch. Heavy Strike. Und jedes Mal, wenn der Gegner einen Spell castet, kriege ich Dodge Chance. Und jedes Mal, wenn wir dodgen, kriegen wir mehr Power und mehr. Das ist so übel. Das ist so eine Kombination. Ich finde das schon ein bisschen unfair, oder? Nicht mal 30 Sekunden gebraucht. Alter, wir kriegen 2655 Erfahrung. Und wir kriegen natürlich noch bessere Stats. Wir kriegen neue Items. Oh. Aha. 50% Healer, Berserker, Ice Damage per Point invested in Druid Tree. Ah, okay. Plus 4 Heiler, Berserker. Also Heiler, Berserker kriegen mehr Ice Damage pro Point im Druiden. Oh, das ist aber heftig. Das ist also 100 mehr Eisschaden. Wenn ich den Stab anlege. 67 Heal Power. Auf jeden Fall nehmen wir mit. Ich würde sagen, wir tauschen den erstmal aus. Ich glaube, der war total scheiße. Book of Dread. Wo muss ich den? Ach, guck mal, hier unten sehe ich ja die Item-Slots. Was ist eigentlich hier? This slot can equip any weapons, armors, or, aber das ist nicht freigeschaltet. Healer also deals Nemesis Damage for the current enemy for 60. Healer also deals, ne? Und Shadow Ripple Heals on Lesser Heals. Ah, jedes Mal, wenn wir uns heilen, machen wir so Schaden. Das ist was? Theoretisch. Oh, das ist ja Müll. Das ist ja Schrott, das Ding hier. Wasch mal der mal aus. Mehr Heal Power auf jeden Fall. Wie gesagt, Item Level wären super, super praktisch zu wissen. Ein Shock Level, ein Poison Level. Weg damit. Wir haben noch einen Punkt, den wir investieren können. Wir sind auch langsam, also wir sind fast ganz unten. Wie viele Punkte brauchen wir insgesamt? 42. Wir haben 26 investiert. Quatsch, hier 28, ich habe unten rechts hingeschaut. 28, wir haben 26 investiert.
Die Frage ist, was machen wir weiter? Also überall, wo wir schon mindestens einen Punkt investiert haben, ist kein schlechter Skill. Wir hatten aber hier noch. Moment. Ah! Das haben wir uns, glaube ich, nicht gelesen. Tank and Berserkers attacks have a 10% chance to immediately dispel all spiritual effect on them and deal 20% my heal power as fire. Das ist ja böse. Erstmal 50 Heal Power wieder dazu. Wir haben also Milliarden Heal Power gefühlt schon. Und Tanks und Berserker Angriffe haben eine 10% Chance to immediately dispel. Also sofort. Dispel war doch gewesen. Lass mich gucken. Dispel ist das hier. Ein Debuff. Zu, remove a single Debuff Status Effect from the target. Okay, das verstehe ich noch nicht ganz. All Spiritual Effect on them and deal. Aber wir kriegen ja 20% mal die Heal Power. Das heißt, wenn wir 800 Heal Power machen, wir 140, 100, 180 extra Schaden an allen Gegnern. Damage is increased per Spirit Ritual consumed. Wir nehmen das erstmal, weil schlecht finde ich es nicht. Jetzt muss ich ja noch wissen, was ist Spirit Ritual gewesen. Und das hier. Das habe ich leider wenig. Das habe ich aktuell gar nicht in meinem Repertoire. Haben wir noch? Ja, wir haben noch einen Mastery Point. Wo können wir noch einen Punkt investieren? Plus 5% Party Maximum Health brauche ich derzeit nicht. Heal Power dazu. Ah, brauche ich wieder mehr Punkte da oben. Na, ärgerlich. Gut, also nehmen wir das doch mit. Oder mehr Poison Damage, warum nicht? Mehr Giftschaden kann nicht schaden. Ich wollte gerade irgendwo reingucken. Das hab ich wieder vergessen. Naja. Vielleicht wollte ich auch nur so reingucken, wer weiß das schon. Gut. Okay, meine Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Zeit ist mich schon wieder rum. Wir machen weiter. Beim nächsten Mal werden wir die Gegner abschlachten und wir werden auch die 3 Sterne bei dem ersten Raum mal clearen. Das so zum nächsten Part. Wir sehen uns. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Achso, ich wollte die Heal Power tanken. 1267. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.